Gefunden in Mykene. Eine Stammesmaske aus Afrika. Aus Gold. Ashanti vielleicht. Die Flügel entfalten sich. Das Schild reflektiert den Lichtstrahl. Bitte kommt hier hin. Ist ja noch ein relativ einfaches Rätsel. Jetzt wird durchgezogen. Da ist sie, die weiße Königin. Sie ist gefangen. Ich muss ihr helfen. Kann ich das jetzt nicht einfach ändern, dann geht die Leiter wieder hoch? Jetzt kann ich sie befreien! Wollte gerade sagen. Ging auch so. Entlässt die Liebe Licht um Toast. Wer baut sich denn sowas hobbymäßig oben in seinen Dachboden? Jetzt mal ganz ernsthaft. Erstaunlich. Mit klopfendem Herzen überschreitet unsere Heldin die Grenze zum Unbekannten. Das sind Mamas Sachen. Der Pfad sei dunkel und bewacht von Fledermäusen, sagte der Rote Ritter. Die weiße Königin blickte ihn mit einem neugierigen Lächeln an und sagte: Fledermäuse? Ich habe keine Angst vor Fledermäusen. Ich habe vor überhaupt nichts Angst. Was malst du denn da? Du und ich, wir reiten in Ägypten auf einem T-Rex. Wo ist Daddy? Der arbeitet. Sie wird ohne Vater aufwachsen. Ich bin noch in einem Monat wieder da, versprochen. Wie oft hast du schon gesagt, dass du in einem Monat zurück bist? Emilia, das ist sehr wichtig. Ich kann so kurz davor meine Pflichten nicht vernachlässigen. Du bist immer kurz davor. Deine Besessenheit zerstört unsere Familie. Besessenheit? Ich bin besessen? Du verpasst die Kindheit deiner Tochter, weil du immer in irgendwelchen Gräbern auf der anderen Seite der Welt rumwühlst. Wieso kannst du nicht mit dem zufrieden sein, was du hast? Um Gottes Willen, das ist doch gar nicht dein Problem. Dad? Bitte, du musst das verstehen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was ich je entdeckt habe. Ich verstehe dich ja, aber was soll ich denn machen? Dad? Dad! Bitte, Dad. Wach auf.
als ob er sich selber erschossen hat. Das Fenster war doch auf einmal auf. Guten Morgen. Also, Jagd mit Silberkrone? Sieht ganz nice aus. Also ich möchte auf jeden Fall... ...dass hier wieder aussieht wie eine Lara Croft und nicht wie eine Pixel Croft. Let's go. Hat sie ein anderes Gesicht? Nee. Also bei Pixelcrafts hat sie auch ein anderes Gesicht, deswegen kann ja sein, dass sie das Gesicht aus Rise of the Tomb Raider hatte. Auch wenn sich da vom Gesicht ja nicht viel tut, aber Mimik und so Gesichtszüge haben sich ja schon ein bisschen verändert im Laufe der Generation. So weit springen. Boah. Ganz easy aus dem Stand. Was ein Hengst. So, hier sind wir bei so einer Zivilisation. Boah. Jo, Karte ist doch schon ein bisschen größer. Bringt uns aber relativ wenig. Das Haus meine ich jetzt. Karte aufdecken ist immer gut, aber das Haus bringt uns wenig. Da ist eine Straße. Die sehen wir uns an. Was ist los? Scheiße, Trinity. Runter. Verdammt. Truck steckt fest. Los, mir nach. Woher soll ich das denn wissen? Was machst du da? Zurück, verstecken. Du bist doch der Logistiktyp, oder? Ich bin nicht auf eine verfaulte Brücke gefahren. Anhalten! Ich hab sie. Warte, das sind Verbündete. Jemand aber sollte halt mal die nachsehen. Augen auf. Ich mach schon. Hey, die weiß halt echt, wie man sich tarnt, ne? Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Alles klar. Jemand sollte mal nachsehen. Ich mach schon. Hier abstellen. Es darf niemand durchkommen. Riegelt den gesamten Bereich ab. Ja, Sir. Wenn hier irgendwas ist, dann finden wir es auch. Wann wurde das Ding zum letzten Mal gewartet? Überall Rost. Lass dich nicht ablenken, Mendes. Wonach suchen wir hier? Nach allem, was sich bewegt und was sich nicht bewegt. Haben Sie die Reliquie immer noch nicht? Ich würde sie zu gern finden. Ich nicht. Warum nicht? Wer
ist ein Held. Dann wäre ich wahrscheinlich tot. Nein, danke. Da halte ich lieber nach Feinden Ausschau. Weniger reden, mehr aufpassen, meine Herren. Steht sofort auf. Ja, Sir. Jetzt dreh doch mal das Geschütz weg von mir. Was macht dein Team gerade? Ich sehe nach. Wir zahlen nicht für Sightseeing. Wir müssen verschwinden. Ja. Wir kennen den Haupttempel. Jetzt suchen wir kleinere Ruinen, die wir bisher übersehen haben. Okay. Da drin ist alles verklemmt. Ich fürchte, wenn wir ihn bewegen, war es das. Wir werden die Brücke verstärken müssen. Wir müssen das Ganze. Und doch noch relativ viele, ne? Lass mich mal nachdenken. Die schaffen wir. Also gut. Du gehst nach links. Die übernehme ich. Was in Gottes? Versteck dich. Dave? Sammy? Diese Typen. Sie sollten zuerst die Brücke prüfen. So ein Drecks. Dave! Dave? Sammy? Den Göttern. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Positiv. Oh wow, hätte ich die alle looten können. Okay, jetzt sind gleich ein Ape verschwunden. Auf mysteriöse Weise ist auch egal, ob ich die looten hätte können oder nicht. Nein, das kannst du dir abschminken! Leck mich! Halt! Danke. Bist du okay? Ja, nimm das. Sie hat doch ein Holster an der Seite. Warum gibt sie sich dann hinten in den Po und jetzt ist auf einmal im Halter? Das war knapp. Ja. Also. Keine Ahnung. Gerade die egal. Zivilisation, die ich mir erhofft hatte. Mein Arm juckt total. Das heißt, er verheilt. Ich glaube, es war besser, als er verletzt war. Oh, ich weiß. Ich will gar nicht an meinen Rücken denken. Ey, das ist die Loothöhle hier. Guck dir das an. Zwischen alles voll. Das war's. Hübsch. Okay, jetzt weiß ich, wie es geht. Nehmen wir noch mit. Komm schon, gehen wir. Das kann alles sein. Zwei Denkmäler oder Berge oder Flüsse. Ich nehme an, wenn wir es sehen, wissen wir es. Ja. Jetzt sieht es echt nach Zivilisation aus. Da unten sind Leute. Du übernimmst das Reden. Wo ist denn der Bogen auf einmal? Bei
Weißt du, wo wir in der Nähe die Nacht verbringen könnten? Wie seid ihr so tief in den Dschungel geraten? Habt ihr eure Reisegruppe verloren? Nein. Vor euch waren schon ein paar Leute hier. Die haben nach Ruinen gesucht. Gehört ihr zu denen? Trinity. Definitiv nicht. Ah, ich brauche eine Pause. Kommt mit. Scheint echt nett zu sein. Tut mir leid, dass ich so viele Fragen stelle, aber die einzige Unterkunft in dieser Gegend hier ist meine. Man kann nicht genug aufpassen. Ach übrigens, ich bin Jonah. Abby. Lara. Kommt rein, setzt euch. Carlos, drei. Drei. Also, was genau wollt ihr denn hier? Tja, wir sind abgestürzt, als wir ein Rätsel lösen wollten. Mit dem Flugzeug? Ja. Und ihr habt das unverletzt überstanden? Naja, wir sind ziemlich tief geflogen. Wir sind auf der Suche nach Maya-Ruinen. Maya. Ihr wisst schon, dass ihr in Peru seid. Ja. Ja, lange Geschichte. Ah. Danke. Tja, du siehst nicht unbedingt wie ein typischer Archäologe aus. Oh, sie ist die Archäologin. Ich bin nur der Koch. Ach, echt? Ja. Hast du schon mal unsere Ceviche probiert? Ist hier eine Spezialität? Nein, außer die wachsen im Dschungel. Hast du etwa unsere berühmten Fischbäume nicht gesehen? Naja. Oh, wie sie guckt. Irgendwie ein bisschen leidend. Wo habt ihr das her? Mexiko. Mhm. Wieso? Ich habe dieses Symbol schon mal gesehen. Wo? Hier in der Nähe sind ein paar Ruinen und ein kleiner Felsbrocken dort trägt ein ähnliches Zeichen. Dürfte ich mir das vielleicht mal ansehen? Aber klar, doch ich sage euch, das ist nicht von den Maya. Mein Volk sind die Inka und darauf sind wir stolz. Hm. Oh, ach, wieso ruhst du dich nicht ein bisschen aus? Bist du sicher? Ich habe dir einen freien Tag versprochen. Ich wäre ja blöd, wenn ich das ablehne. Viel Spaß. Dir auch. Die beiden. Neu hier? Gewöhn dich an eine Menge Nichtstun. Obwohl mit Trinken und Schwitzen kriegt man den Tag auch rum. Du bist nicht von hier? Nein, ich arbeite auf einem Schiff, das auf dem Felsen gelaufen ganz ist. Ganz vorsichtig, langsam zurück. Wie wär's mit einem Handel? Oh. Ah, hallo. Gehörst du zu dem Ausgrabungsteam? Nein, nur auf der Durchreise. Okay. Wenn du was brauchst, der Markt ist in der Ortsmitte. Damit du alles hast für die Weiterreise. Danke. Gern geschehen. Jo. Dann gehen wir erstmal zum Markt, ne? Nachdem wir hier alles durchlootet haben. Gott sei Dank. Das Dorf wurde kaum vom Sturm getroffen. Das Epizentrum war näher am Flugzeug. Jetzt muss ich hier aber es aber hätte deutlich schlimmer kommen können. Was habe ich getan? Das hier. Was, nein, wenn das Erdbeben hier auftritt? Hunderte Menschen werden sterben. Ich muss einen Weg finden, das zu verhindern. Da können wir mal machen, ne? Ein paar Headies sind nie verkehrt. Ach, der Motor ist hinüber. Hast du meinen Mann gesehen? Oder meine Tochter? Ich glaube nicht. Wo hast du sie denn zuletzt gesehen? Sie verbringen die Nächte bei den Sternen. Sie funkeln und winken mir zu. Aber am Morgen gehen sie zum Fluss. Und pinkeln da rein. Oder? Hey, wenn du jemanden brauchst, der sich in Kuwakyaku auskennt, frag mich. Bist du der hiesige Fremdenführer? Ich kenne mich aus. Und weiß, wen man meiden muss. Verstehe. Den besten Fisch gibt's am Dock natürlich. Die Tacos sind im Helikopter.